Die Wölfe scheinen da hinten wieder irgendwas gerissen zu haben. Ich habe gerade auch Krähen gehört, oder habe ich hier die Kopfhörer falsch rum drin? Nein, rechts ist bei rechts, gut. Dann gehen wir mal zu dem alten Bauernhaus, mal gucken, was wir da Schönes finden. Dumdidu, dupdidu. Stimmt, der ganz da runter. Ich wollte ja nicht so weit weg von hier, weil ich nicht weiß, wohin mich der Weg dann plötzlich führt. Speichern. Warum speicherst du denn? Ich wollte nur kurz in mein provisorisches Zwischenlager. Um im Kühlschrank mein Metall zu lagern. Ja, es ist so doof. Nee, warte. Oh, okay, hier Metall, da rein. Die Sachen kann ich da erstmal zwischenlagern. Die Munition kann ich auch erstmal dazwischen lagern. Das ist eh eigentlich kaputt. Der Rest, den kann man noch gebrauchen. Das ist noch ein bisschen was zu essen. Oh, das Ding ist kaputt. Stimmt ja, wir hatten ja... ein bisschen Probleme mit... oh, das Ding ist komplett kaputt. Ja, dann kann man es auch zerlegen. Und gut, dass ich hier noch Klamotten zwischengelagert habe. Hehe. Aber ich glaube, ich hatte außer der Hose keine Hosen, oder? Nee, sieht schlecht aus. Kacke. Scheiß Hund. Wiegen hier immer noch so viel, Alter. Bargeld. Brauche ich ja theoretisch erstmal nicht. Diese 5 Millionen Schachteln Streichhölzer kann man auch erstmal an die Seite legen. Das kann man an die Zeit. Zünderbündel. Lege ich mal die Hälfte rüber. Bücher wiegen halt auch ein bisschen was, nehme ich auch mal die Hälfte von weg. Na, die brauche ich eventuell für ein Lagerfeuer, ich weiß es nicht. Speichern wir das Ganze und machen uns auf den Weg zum Bauernhaus. Du. Keine Hunde hinter uns, sehr gut. Wird, glaube ich, ein langer Weg, so wie das auf der Karte aussah. Gut, ja, den Fluss haben wir ja gesehen auf der... ah, da vorne ist es doch schon. Die Bäume sehen nicht sehr gesund aus. Na gut, es ist aber auch ja hier Winter. Wahrscheinlich waren das Laubbäume oder sowas Nutzloses. Was total Sinn macht bei einer Gegend, wo fast nur... guck mal, da hinten ist ein Silo. Ich finde Heu wahrscheinlich, finden wir hoffentlich irgendwelches Getreide zu essen, Brot oder so. Die sagten ja, es ist ein Bauernhaus oder eine Farm.
würde sagen, Hund, lass mich in Ruhe. Barker. Nichts drin, oder? Hä? Den kannst du wieder zumachen. Von dem Wolf sind wir noch vorangekommen oder auf die Prügelei? Ich habe ehrlich gesagt echt keine Lust. Bauernhof von Paradiesauen. Paradiesauen. Ach, Bauernhof von Paradiesauen, okay. Da ist ein Wolf drin. Den möchte ich mich jetzt auch nicht anfreunden. Also anfreunden wäre schon die Idee, aber... prinzipiell möchte ich mir sonst keine Begegnung groß haben. Door is locked. Maybe the keys are around here somewhere. Irgendwo im Auto vielleicht? Das könnte vielleicht sein, dass hinter der Blende irgendwie der Key ist. Der Schlüssel. Ja, ach, wirklich. Truck seems to be dead. Engine won't even turn. Und da ist er. Und scheint sie nicht viel zu geben. Vielleicht nur zu legen für ein bisschen Altholz. Mich ja gerne in der Scheune da oben, aber das ist der Kackhund. Ich gehe hier mit der Fackel verscheucht, mal schauen. Erstmal will ich wissen, was hier drin ist. Was finden wir jetzt hier? Die alte Lady said the key was here somewhere. Wo könnte man einen Schließfachschlüssel finden? Fehlt mir der Schlüssel für Aktenschrank. Ja, wahrscheinlich nichts Brauchbares wirklich drin. What have we here? Nö, Papier brauche ich jetzt nicht. Irgendwelche Pokale. Eine Diskette. Bücher. Weiß nicht, warum man den Schlüssel im Mülleimer verstecken sollte, aber man weiß ja nie. Ein Bild von einem Häschen. Wie süß. Ein Herzzeug kann man immer gebrauchen. Küche. Was haben wir denn hier? Stromrechnung. Überfällig, letzte Warnung. Sehr geehrter Herr Barker, Ihre Zahlung an die Mainland Power Corp ist jetzt deutlich verspätet. Ihr Konto beträgt $1256.45. Trotz unserer Bemühungen, Sie bezüglich der Erklärung dieses Sachverhaltes zu kontaktieren, müssen wir Sie mit dieser dritten und letzten Mahnung informieren, dass wir uns leider gezwungen sind, Ihre Stromversorgung mit sofortiger Wirkung zu trennen. Wir haben ein Wiederbeschaffungsteam beauftragt, Ihre gemietete Solarzelle Typ BK1 zurückzuholen. Sobald Sie Ihren Kontostand ausgeglichen haben, stellen wir Ihre Versorgung gerne wieder her. Bitte beachten Sie, dass alle Zählermessungen durch unparteiische Drohnen durchgeführt werden, die von unserer Überwachungsstation auf der Große Bärinsel entsendet werden. Falls Sie Einspruch gegen die Messung erheben möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Ansprechpartner, den Sie dort unsere Unterlagen in Datei fehlen finden. Mainland Power Corp ist der führende Anbieter von strombasierten Diensten in der südlichen Region Großbärinsel. Wir sind stolz, dass unsere hervorragende Kundenservice, der 3 Jahre in Folge mit der Moschusgrünen Service-Medaille ausgezeichnet wurde. Falls Sie eine Zahlung leisten oder Ihren Kontostand erfragen möchten, wenden Sie sich bitte derzeit
derzeitig per Telefon, E-Mail, soziale Medien oder Drohnenpost an den unten angegebenen Kontakt. Vielen Dank mit Ihren freundlichen Grüßen, Mainland Powercom. Drohnenpost? Das ist ja fast fortschrittlicher als bei uns hier. Das ist in so einem Hinterland-Ding. Ich spiele das in der Zukunft 3 Millionen Jahre oder was? Butter. Hm. Kann man schon mal mitnehmen. Das ist irgendwie so interessant. Das ist leer. Was haben wir hier noch so schönes? Geschmacklose Tomatensuppe. Ja, nehmen wir mit. Ofen, da kann man höchstens Feuer machen. Notiz des Nachbarn. Hallo Martin, wir haben Molly gefunden. Alice war sehr erleichtert. Vielen Dank, dass du uns bei der Suche geholfen hast. Anscheinend war ihr dieses Mal ein Wolf auf den Fersen. Seitdem Beben werden es immer mehr. Gibt eben nicht mehr so viele, die sich in Schach halten. Molly ist verletzt, aber sie wird es überleben. Sei vorsichtig, die Wölfe können es auch auf deinen Hund abgesehen haben. Ich weiß, dass du Tiere liebst und niemals einen Wolf erschießen würdest, aber die sollen laute Geräusche hassen. Vielleicht kannst du dir mit deiner Signalleuchte behelfen. Pass auf dich auf und besuche uns, sobald du kannst. Du solltest nicht zu viel Zeit alleine verbringen, John. Leuchtpistole. Ja, wäre praktisch. Damit den einen oder anderen Wolf loszuwerden. Bin ich draußen, wenn wir es anhören. Could end up being useful. Hakebutte, okay. Oh. Futter. Hundefutter. Ah, besser als nichts. Oh, ich hoffe, dass da in der Schuppen, in dem Schuppen ist nicht der Hund. I wonder if I can drop any of this gear. Ich nicht so an, wir nehmen alles mit, was wir kriegen können. Schokoriegel. Stromrechnung haben wir ja schon gelesen. Das haben wir auch. Wolffäustlinge. Vielleicht helfen die uns ja was. Nö, nicht so richtig. Weil die auch fast kaputt sind. Ich mich später drum, wenn ich bei der Omi bin. Aktentasche durchsuchen. Vielleicht ist da ja Schlüssel hier drin. Nö. Schublade. Nö. Diese Schublade vielleicht? Nö. Ich habe da, glaube ich, genug Klamotten mittlerweile dabei. Ich brauche nicht noch mehr. Holzstreichhölzer. Ah, gut. Holzstreichhölzer. Streichhölzer nehme ich immer mit. Urne. Cool. Mal ein bisschen Staub durchsuchen. Da ist Schlüssel. 15. Die ist gut, die nehme ich gerne mit. Die Besen können wir nur zerlegen. Schön windig draußen. Ich weiß nicht, ob ich dahin gehen sollte oder warten sollte, bis das Wetter sich beruhigt hat. Ruhe durchsuchen. Den Stoff nehme ich gerne mit. Die Schuhe jetzt nicht unbedingt. Für die Schließkassette. Ich wüsste gerne, was da drin ist. Habe ich jetzt alles so? Also, weil hier in der Küche war ich überall. Habe mich auch umgeschaut gehabt. Das habe ich mir alles angeguckt gehabt. Oben scheint es nicht zu gehen. Scheint nichts drin zu sein.
ist doch ein Brecher. Wieso macht das nämlich eigentlich damit auf? Ist nicht auch eine Möglichkeit? Ich schau mal gerade, wie draußen das Wetter ist. Nachdem ich kurz gespeichert habe. Ah, oh, wie ist es? Es ist so es ist so ein komisches Gefühl, wenn du dieses Heu die ganze Zeit hast, plötzlich ist es weg, weil du im Menü bist, dann hast du zuerst, wenn du irgendwie so einen Brummen im Ohr hättest. Wow. Geh weg, Hund. Oh wow, da, Holy shit. Ach du Kacke. Ich hoffe, es hat geschmeckt. Schließgastenschlüssel, der ist er ja. Voll über die Leiche gelatscht. Wir sagen, he didn't make it. Werkbank. Stelle Fallen auf, wende deine Energie auf, um Kaninchen zu sagen, um sie mit Steinen zu betäuben. Eine längerfristige Methode sind Schlingen. Halte nach Orten Ausschau, an denen viele Kaninchen aufhalten und lege eine Schlinge in der Nähe aus. Prüfe sie täglich, mit etwas Glück fängst du eines. Erhöhe deine Chance, indem du mehrere Schlingen auslegst. Gut. Gepflegte Fallen versorgen dich dauerhaft mit Nahrung. Sie locken allerdings auch andere Tiere an. Das ist ein bisschen unpraktisch. So, also, wir können das mit dem Zeug heile machen. Ansonsten keine Leiden, außer dass unsere Klamotten zusehends kaputt gehen bei der Aktion. Schimmelige Erdnussbutter. Das ist noch kein Durchfall, hat das alles. Okay, weglegen, das nicht gleich wegwerfen. Just like the truck. Nicht mehr was drin, okay, schade. So, was ist in diesem schönen Schließding denn? Welche Klamotten hat uns eigentlich jetzt zerlegt bei diesem Hund? Hosen gehen uns zunehmend kaputt. So, warte, das war ja im Büro da unten. Notfall. Dieses Notfallset wird kostenlos von der Great Beer Earthquake Memorial Society GBEMS bereitgestellt. In unserer gemeinnützigen Organisation sind sie für alle zukünftigen Notfälle auf Großbär bestens ausgerüstet. Getreu unserem Motto, wir vergessen sie nicht. I'll be hungry later. Kann man sich nicht beschweren.
ziehe das mal Orangenlimo rein.